Many Ways to Meet a Different Culture. So der Untertitel des Theaterstücks der interkulturellen Werkstatt e.V., das am Wochenende in der gut gefüllten Dietrich-Bonhoeffer-Kirche Premiere feierte. Die Initiatoren wollten vor allem gesellschaftliche Themen möglichst variantenreich darstellen. Fragen unserer Zeit, von Menschen unterschiedlichen Geschlechtsbildung, Herkunft oder Religion, sollten dabei aufgegriffen werden. Ja, der Hintergrund ist, dass wir vor einem Jahr ja diese Gruppe von 22 afrikanischen Flüchtlingen aufgenommen haben. Nicht wir als hier Gemeinde, sondern gemeinsam mit anderen Gemeinden. Die Gruppe war dann längere Zeit in der Gutleutkirche in der Innenstadt untergebracht. Wir haben sie etwa 7 Monate begleitet und betreut mit ganz viel Unterstützung. Auch mit dank ganz vieler Spenden, die wir bekommen haben, konnten wir einiges dann auch für Einzelne oder für die Gruppe auch tun. Ja, und ich sag mal, das, was davon jetzt geblieben ist, ist dieses Projekt als eine Möglichkeit auch für diese Gruppe, für diese Menschen, soziale Kontakte weiter zu pflegen oder zu haben und gleichzeitig eben auch selber aktiv zu werden, also selber etwas zu machen, nicht mehr nur Empfänger oder Objekt von Hilfe zu sein, sondern zu spüren, wir können auch selber was tun, ja. Unter den Schauspielern befanden sich sowohl Migranten aus dem Iran, der Türkei und Trinidad, sowie Flüchtlinge aus Nigeria, Ghana oder Libyen. Die Motivation der Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde, dieses Projekt der kulturellen Werkstatt zu begleiten und zu unterstützen, berührt die kirchliche Arbeit im Kern. Ich denke, das ist der Auftrag der christlichen Kirche, der Nächstenliebe, und zu versuchen, denen, die hier gestrandet sind, möglichst ein Leben hier zu ermöglichen und Hilfe zu geben. Ein Stück weit zu begleiten. Manchmal gelingt es nicht immer, weil sie dann abreisen müssen oder abgelehnt wird der Asylantrag. Aber zumindest einen Teil sie zu begleiten. Doch nicht nur Migranten und Flüchtlinge waren Teil des Projektes. Was sehr schön ist, finde ich, dass sich im Laufe dieser 9 Monate so viele zu unserem Projekt dazugesellt haben. Das werden Sie auch gleich sehen. Junge Studenten und die einfach sich gefragt haben, wie kann ich mich engagieren? Und nicht nur einfach dadurch, dass ich spende für Flüchtlinge, sondern dass ich aktiv mitarbeite. Und dadurch ist dann auch eine Szene entstanden, sehr jugendliche Szene, Black and White, Black or White von Michael Jackson. Die Darsteller, die oft in prekären Verhältnissen in Frankfurt aushalten müssen, nicht arbeiten dürfen und zum Teil einer ungewissen Zukunft entgegensehen, waren dankbar und glücklich über ihre Teilnahme an diesem Projekt. I love it, because this is my first time of working with the white people. Because I've never worked with the white people before, but this is my first time, then I'm very happy to do that. Dass die monatelange Zusammenarbeit in Vorbereitung zu dieser Aufführung auch und gerade im zwischenmenschlichen Bereich neue Einsichten fördert, ist eine der bereichernden Erfahrungen, die Initiatoren und Teilnehmer des Projektes Begegnungen teilen. Da ist ganz viel kultureller Hintergrund, ganz viel auch, was wir erfahren. Und wir haben uns auch manchmal Zeit genommen. Und dann kam man so ins Gespräch. Es ist ja ein relativ langer Zeitraum gewesen, die wir zusammengearbeitet haben. Nicht immer waren alle da. Aber je näher man sich kannte, umso mehr hat man von ihnen erfahren, auch von verschiedenen Sitten und Gebräuchen. Und es ist eine ganz andere Welt, aber wir haben auch viel gemeinsam, denke ich.